grüßt euch. Heute will ich das Verhältnis von Stammlänge zu Stammdicke bei Fichten ausmessen. Ja, ich bin hier im Wald, oder leider könnte man fast eher sagen Ex-Wald. Im sehr heißen, trockenen Sommer 2018 konnten hier die Fichten nicht genug Harz ausbilden, so dass sie dem Borkenkäfer hoffnungslos ausgeliefert sind. Hier sind sämtliche Fichten tot. Für uns war vielleicht mal ganz interessant, die Aststrukturen oder so zu erkennen, aber als ich hier das erste Mal wieder in den Wald gekommen bin, war ich den Tränen nah. Nur die Kiefern, das wird auch noch mal ein Thema sein, nur die Kiefern und die Buchen haben überlebt. Die Fichten hat es alle erwischt, aber auch wirklich alle. So gegen das Licht kann man es hoffentlich trotzdem gut erkennen. Da ist keine Nadel mehr dran. Hier liegen jetzt jede Menge Bäume rum, die ich mal ausmessen kann. Ich habe festgestellt, mit dem Laser geht es leider nicht. Die Reichweite ist bei dem Licht hier nicht groß genug. Daher muss ich das Maßband nehmen und will messen von der Spitze hier. Auch mal interessant, wie so eine Spitze aus der Nähe aussieht. Bis zu den Wurzeln. Diese Länge kann ich jetzt halt mal richtig schön ausmessen. Wollen wir mal sehen. Da muss ich eine Menge klettern. Der Baum ist also länger als 30 Meter lang. Für den Rest nehme ich den Laser, aber auch so wüsste ich, dass es ungefähr 3 Meter sind. 3 Meter und 10. Also rund 33 Meter ist der Baum lang. Ich kenne dieses Waldstück noch aus meiner Kindheit. Daher weiß ich, die Bäume sind so Ende der 70er Jahre gepflanzt worden. Also ist der Baum gute 40 Jahre alt. Jetzt zum Durchmesser in Nähe der Basis. Das sind 47 ungefähr. Also 33 Meter Länge und 47 Zentimeter Durchmesser. So, ich bin jetzt wieder in der Werkstatt und will das mal ausrechnen. Die Länge von 33 Meter sind also 3300 Zentimeter. Und in H0 durch 87 gleich 37, eigentlich aufgerundet 38 Zentimeter. Man muss sich das mal vorstellen. Das war nur ein mittlerer Baum, keinesfalls ein großer Baum. Für die Spur 0 bekomme ich satte 73 cm. Und für Spur N gibt es immerhin aufgerundet 21 cm. Und bei dieser Berechnung geht man gerade mal von einem nur 33 Meter hohen Baum aus. Wirklich hohe Fichten sind natürlich 40, 50 Meter hoch, extrem große Exemplare über 60, also praktisch das Doppelte. Das sprengt natürlich jegliche Sehgewohnheiten, die wir so auch als Modellbahner haben. Ich denke,
selbst halb so große Bäume wie maßstäblich sind, gelten noch eher als groß. Da sieht man natürlich auch, wie viel Spielzeug gebastelt wird. Ich denke nur so an die Pfeifenreinigerfichten. Die sind ja vielleicht 5, 6 Zentimeter hoch oder vielleicht auch mal 10. Und das in H0. Jetzt zur Stammdicke. Die Stammdicke ist ja 470 mm, geteilt wieder durch 87 für H0, ergibt 5,4 mm. Das ist eigentlich dann nicht so viel. Für Spur 0 dann 10,5 mm, also runde Zählen, N kommt 3 mm raus. Ich habe mal den Stammdurchmesser im Verhältnis zur Höhe gesetzt und bin darauf gekommen, dass unsere Modellbäume pro 10 cm etwa 1,5 mm Durchmesser haben sollten. Das bedeutet, meine Spur-0-Fichten hier sind etwas zu dick. Das wurde ja auch kritisiert, denn ich habe die Fichten etwa knappe 40 cm hoch gemacht und sie haben 10 mm Stammdurchmesser. Das liegt daran, ich habe schon den Durchmesser ja gemessen bei uns im Garten, aber die Höhe, die wusste ich nicht so genau. Also ich werde zukünftig mit 1,5 mm Stammdurchmesser pro 10 cm Modellfichtenhöhe arbeiten. Davon auch demnächst hier wieder mehr. Danke und auf Wiederschauen.